Ja. Ein bisschen können wir jetzt noch spielen. Ja, da kommt bei mir, ein bisschen was durch, das, wo man da ist, es da. Weiß nicht, ob du das mitfühlen könntest da. Ja, bombardiert mich gern mit Kommentaren. Später auf YouTube in den Kommentaren. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ja, tut mir leid, wenn meine Moderation an der Stelle ein bisschen nicht ganz on point war. Ja, ich hab, es ist da. Ich hab bereits meine beiden Großväter zu Grabe tragen müssen, wenn man das so sagt. Das ist so ein bisschen. Da fühlt man sowas, ich sag mal, noch ein bisschen mehr. Hestella, ich habe etwas für die anderen gebacken. Du darfst es verteilen. Apfelkuchen. Ich bin nicht hungrig. Aber eine Umarmung doch besser, oder? Ja. Ja, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Schiffvergrößerung, glaube ich. Apfelkuchen für dich. Oh. Ach, Kätzchen. Geschoben wirst du jetzt. Stella, was muss ich denn tun, um hier etwas zu essen zu bekommen? Deinen Brief schreiben? Tut mir leid. Ich hatte gerade eine. Ich hatte gerade ein. Ich hatte gerade jemanden zu verabschieden, was du nicht mitbekommen hast. Da ist jemand von Brot gegangen. Mies muss schon abkratzen. Ist jetzt wieder Platz auf dem Schiff. Und wir haben ein Zimmer frei. Wir können jetzt wieder abreißen, das Haus. Und so für den nächsten was aufbauen können. Okay, da kommen wir nicht ran. Wisst ihr, was ganz besonders schlimm ist? Arthur ist der Nächste.
Ich sag's nur mal, dass ihr euch vorbereitet. Gedanklich. Da kommen wir gerade nicht hin. Bei Elberts Werft wollten wir das Schiff vergrößern. Ach, Arthur. War das nicht wundervoll? Lieblingsnichtung. Oh ja. So, dann gehen wir mal, fahren wir mal zur Werft. Betrage 10 von Alberts Wissen und Wissen. Ja, die habe ich überlesen meistens. Ah, eine Seelenblume. Das ist denn eine Seelenblume? Der zänkische Narwal ist ein gigantisches Schiff, das den ganzen Wellen trotzt. Aber noch Eichenbretter, Eisen, Waren, Leinenstoff. Das kriegen wir doch hin. Für den Steinzerstörer brauchen wir 2 Seelenblumen. 3 Seelenblumen. Okay, Leinen, Eichen, Bretter und Eisenbahn. Schauen wir erstmal nach Leinen. Ah, das ist der Leinenfaden. Ich glaube, das müssen wir anbauen. Die Seelenblume. Sechzehn haben wir doch jetzt, nein. Nein, Stoffbomben, ne? Und dann Bretter.
Was für Breton? Eichenbreton. Wir fertigen das jetzt hier an. Sofern wir die Materialien dafür haben. Der Job des Fährmanns. Das tut mir recht, das ist schon harter. Was denn, der scheint das besser zu verkaufen als ich. Zucker. Wir gehen jetzt auch hier die Samen aus. Bauen die hier. Ich glaube zwei Bäume, aber egal. Ich mache die jetzt einfach zu Ende. Das Lied ist so schön. Der Soundtrack von diesem Spiel ist echt auch insgesamt doch sehr, sehr schön. Kann man wenig meckern. Mal die Nachtschichten. Leinenfarben.
viel haben wir hier noch? Das brauchen wir gar nicht. Nehmen wir für später auf. Okay, Leinstoff haben wir jetzt genügend. Eichenbeton. Und Eisenbahn. Und dann geht's auch nach Norden. Ich glaube, ich lasse jetzt mal erstmal Tag werden. Auch wenn wir nicht nach dem Navigieren wollen. Vom Sägeberg. Perfekt.
schweige die ganze Zeit, ich versuche mich zu konzentrieren. Es ist gerade zu schnell, aber es wird nichts. Wenn ich mal schweige, bin ich konzentriert. Oder ja, vorhin. Aus anderen Gründen. Nicht in der Lage zu kommentieren. So. Holzbrett haben wir jetzt. Hoffentlich genügend. Okay, 10 Eisenbahnen brauchen wir jetzt noch. Ich hoffe, wir haben noch Eisen dabei. Jetzt müssen wir noch zur Mine fahren. Ein bisschen was zu essen. Eisenerz. Ich hoffe, das reicht. Eisenbahn. Und am nächsten 5. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, aber machen wir mal erstmal. So. Acht haben wir noch, ich glaube, das reicht erstmal. Das müsste eigentlich reichen. Ich muss den Eisbrecher noch vor uns anpacken. Juhu. Eine Seele für einen Eisbrecher. Na dann, auf geht's. Ab in den Norden. Die Kalksteinbergwerke. Was wollten wir mehr Land abgucken wahrscheinlich? Fahren wir noch zu Olga.
Dann nutze ich mal die Zeit, um mich da hinzusetzen. Kaffee für dich. Ein Kaffee-Sandwich. Wisst ihr, ich habe etwas für die anderen gebacken. Apfelkuchen. Darfst du auch gerne selber essen? Danke dir selber. So, die müssen wir hier vorne ansprechen. Bist du schon fertig, Schätzchen? Also gut. Und später wieder. Nein! Ich bin noch nicht fertig. Verdammt. Ich dachte, wir können mit dir reden und über eine Questgegenstände, egal. Dann halt nicht. Machen wir uns mal hier in die Richtung. Da wird es wieder spannend unterwegs. Auf geht's. Tja, das Haus wird jetzt frei. Was haben wir jetzt? Hätten wir neu zu vermieten. Jemand? Haben wir irgendwo eine neue Seele? Warte, sollten wir nicht irgendwo, sollten wir doch mal, wir sollten doch für... Können wir doch jetzt eine neue Seele rekrutieren? Oder hier irgendwo... Was machst du? Ja... Auf einer dieser Inseln war das. Da müssen wir mal gucken. Für irgendwann sollten wir doch nach oben und dann hier mal nach was erforschen. Müssen wir noch mal gucken. So, auf den Feldern wächst gerade nichts. Müssen wir erstmal wieder Samen holen. Ein großes Schiff haben wir da.
Nein, Atul. Wollte ich nicht. Wo sind wir denn? Gleich durch den Missgebieter Gebiet. Ich hoffe, wir bleiben jetzt hier nicht. Wir im Missgebieter Gebiet stehen, weil es nachts wird. So gut. Was im Regengebiet sind wir noch drin. Mal ein bisschen heilen, mal wieder. Flaschen mit Limits.